Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Feiertag, dem 14. Mai. Nichtsdestotrotz handeln die Börsen hier in Deutschland, in Europa und weltweit und natürlich auch der FX-Markt. Und darum wollen wir uns den heute auch mal wieder anschauen, hierbei das Major Pair in Form des Euros gegenüber dem US-Dollar. Was ist hier angesagt? Sie wissen es aus den vergangenen Analysen bzw. auch Beiträgen. Euro-US-Dollar strebt hier weiter empor und attackiert aktuell. Deswegen nehmen wir ihn direkt in den Fokus da. Bislang schon wieder 90 Pips nach oben gelaufen und hier erneut in der Widerstandszone um 1,14 angekommen. Hier auch ein neues Mehrwochenhoch gemacht just. Also die Lage bleibt hier fortwährend bullisch. Und das kann es im Prinzip auch schon mit dem Rücksetzer gewesen sein. Wir haben ja unlängst hier diese Aufwärtsbewegung gesehen und hier sozusagen den Vorstoß in Richtung 1,14, dann die Rücksetzer hier eher marginaler Natur. Mit der heutigen starken Performance scheint hier der Euro direkt weiter nach oben streben zu wollen. Und hier der tendenzielle Verlauf, vielleicht sogar ein Stück weit zu konservativ, in Richtung neuer Verlaufshochs. Soll heißen hier, wir können das Ganze vielleicht ein Stück weiter direkt anziehen, denn steigt Euro-US-Dollar über die Marke von 1,14 per Tagesschluss signifikant hinaus, dann ist es so, dass das dann natürlich auch über die Woche, über den Wochenschlusspreis hinaustragen dürfte. Und morgen ist Freitag und wenn es da gelingt, eben hier diese bullische Kerze weiter auszubauen bzw. in diesem Level etwa vorzuschreiben, dann sieht es gut aus, dass wir in der nächsten Zeit Richtung 1,18, also 1,1750, 1,18, 1,1877 ansteigen dürften. Also es ist hier noch reichlich Potenzial auf der Oberseite vorhanden. Und das schauen wir uns jetzt mal im kurzfristigeren Bild an. Hier auch die Annahme und das lief ganz gut mit Blick zur letzten Tendenz. Ja, hier in Richtung 1,13 kurzfristiges untergeordnetes Widerstandslevel vorgestoßen. Warum? Hier rührt es von den Bewegungen hier Ende Januar im Februarverlauf her. Da hatten wir hier definitiv einen schönen Unterstützungsbereich, der eben aufgrund des Durchbruchs sich in eine Widerstandszone wandelte. Und genau da hat der Euro gegenüber dem US-Dollar sich auch ein Stück weit schwer getan die letzte Zeit, aber mit dem gestrigen Schlusspreis erhebt er sich darüber hinaus und eben mit der heutigen Performance setzt sich das weiter fort. Die Bullen scheinen hier also weiter ihre Chancen zu wittern und jetzt können wir hier auch den Pfeil ein Stück weit anpassen, insofern, dass wenn der Markt es schafft, hier jetzt über dem Level von 1,13 sich zu stabilisieren, also auf Wochenbasis ist und auch per Tagesschluss ist 1,14 ein sehr, sehr wichtiges Level, aber als Unterstützungsbereich dient jetzt hier definitiv die Marke von 1,13. Das heißt, das ehemalige Unterstützungslevel wird wieder eben ein solches und das ist genau der Punkt, dem das Währungspaar hier jetzt zusätzliche Chancen oder der jetzt dem Währungspaar hier zusätzliche Chancen einräumt. Also eine ganz, ganz hervorragende Ausgangssituation stellt sich jetzt hier dar und sollte sich auch im Idealfall über die nächste Zeit weiter fortsetzen können. Das ist zumindest mal die Tendenz, das ist zumindest mal die Annahme, die sich jetzt hier ableiten lässt. Das Währungspaar also hier im Flow in Richtung weiterer Kurshochs. Was kann heute noch passieren? Wir schauen mal direkt auf den Intraday-Chart. Da kommen wir ein Stück weit vom Resistance Level 1 anhand des heutigen Pivotpunktes zurück. Das sehen wir jetzt hier aktuell sehr schön. Unlängst übrigens diese bullische Flagge regelkonform nach oben aufgelöst, wenngleich hier am 5.5. zusätzlich auch mit zwei Pullback-Bewegungen. Aber wir wollen uns wieder in die aktuelle Zeitzone begeben. Und da sehen wir hier sehr schön, dass der Euro, wie gesagt, am Resistance Level 1, 1,1421 gescheitert ist. Ist kein Zufall. Pivotpunkte sind am FX-Markt sehr, sehr beliebt. Jetzt sehen wir hier aber diesen Horizontalbereich, den wir direkt mal als Zone definieren. Und selbst für den Fall, dass Euro-US-Dollar eben jetzt hier am Resistance Level 1 abprallt, eröffnen sich kurzfristige Chancen hier in diesem Bereich, da dieser Bereich sich ganz klar als Supportbereich lokalisieren lässt, aufgrund des Hochs hier vom 7. Mai, aufgrund des Hochs von gestern und eben aufgrund des aktuellen Ausbruchs, soll heißen, wenn Euro-US-Dollar hier zurückkommen sollte, dann wäre das ein sehr, sehr schönes Level, um hier in den Trend einzusteigen. Wir können das auch jetzt nochmal ein Stück weit in Sachen Trendbewegung mit den Trendlinien hier untermauern. Da sehen wir auch, dass wir hier dann sozusagen eine Kreuzunterstützung finden im Stundenchart. Und das ist der Punkt, wo man sagen darf, die aktuelle Stundenkerze geht ja noch eine halbe Stunde. Also das Potenzial, dass die hier noch nach oben auftritt, ist durchaus gegeben. Aber wenn wir denn zurücksetzen im Laufe des weiteren Handelsverlaufs, das sind ja knapp 25, 30 Pips,
bis in diesem Bereich hier. Dann aufgepasst, liebe Zuschauer, hier bei 1,1380, 1,1375 etwa hat sich der Euro-US-Dollar dann zu fangen, wenn er denn die Aufwärtstendenz hier definitiv fortsetzen will. Ansonsten aufgrund der Unterstützung und aufgrund der Aufwärtstrendlinie könnte man hier einen engen Stopp bei 1,1360 etwa setzen, also knapp unter die Vorstundenkerze. So heißen, wenn der Markt dann eben hier dieses Level unterschreitet, dann stehen die Chancen relativ hoch für die Bären, dass wir dann auch nochmal den Pivot Point anlaufen und dann eben auch ein neues Tagestief machen. Und das wäre rein technisch gesehen jetzt nicht so prall. Also insofern mal Obacht geben, was Euro-US-Dollar da heute noch hier abliefert. Rein von der FTSE-Vektorlogik, das hatte ich heute Morgen auch im JFD-Stream schon gepostet, sieht die Situation ja sehr, sehr interessant aus, dahingehend, dass Euro-US-Dollar, das schauen wir uns jetzt mal hier an. So. Hier rein von der FTSE-Vektorlogik unmittelbar vorausgehend einen Abwärtsimpuls größerer Natur vor sich hat. Ja, das sagt uns hier sozusagen die Kristallkugel, die FTSE-Vektor-Logik-Tendenz. Ob es so kommt, steht in einem anderen Blatt oder auf einem anderen Blatt. Rein technisch ist aber jetzt hier die Situation mit der aktuellen Kerze. Eben, wenn wir uns hier bei 1,1380 nicht fangen, hier dieses Level, auch in diesem Stundenchart hier sehr schön zu sehen, dann ist es so, dass wenn wir durchbrechen, dann sogar der Pivot-Point deutlich unterschritten werden könnte und der oder die Kristallkugel geht hier bis kurz um die oder bis zum frühen Nachmittag hier um Niveaus von ja, 1,1316 etwa aus. Das muss man sozusagen berücksichtigen für den Fall, dass das Währungspaar hier eben doch jetzt nicht weiter nach oben auftritt. Also das wären dann hier Niveaus, die in Richtung des Pivot Points abzielen dürften. Das wäre für die Bären sicherlich eine Option, wenn wir hier eben die Vorstundenkerze unterschreiten. Dann haben sie auch in Anführungszeichen die FTSE-Vektorlogik auf ihrer Seite. Und dann dürfte es recht schnell nochmal 50 Pips mindestens nach unten gehen, vielleicht sogar noch ein Stück tiefer. Also heute die Chancen hier sehr, sehr interessant beim Euro-US-Dollar. Warten wir ab, was passiert. Ich hoffe, Sie haben trotzdem noch eine gute Zeit am heutigen Feiertag. Wenn Sie an den Märkten sind, wünsche ich Ihnen viel Erfolg und ich gehe erstmal in den Offline-Modus in Sachen Sendung. Wir hören uns, wenn Sie mögen, später wieder. Ich wünsche Ihnen was, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.